So, deine Bastelzeit und heute, da haben wir mal wieder ein bisschen was Funk und zwar Meshtastic. Ja, Meshtastic ist, wie wir hier schon sehen können, Open Source, Off-Grid, Decentralized Mesh Network built to run on affordable low-power devices. Okay, gut, fassen wir das mal zusammen. Das Ding hier ist ein sogenanntes Meshnetz. Das bedeutet, jeder, der so einen Knoten betreibt, der ist gleichzeitig auch ein Relais. Das heißt also, wenn ich eine Nachricht empfange, die nicht für mich ist, ich aber weiß, okay, in die Richtung geht's weiter, dann leite ich die weiter. Was dann gleichzeitig auch heißt, jeder Knoten, der betrieben wird, vergrößert die Reichweite des lokalen Netzwerks. Mesh hatte ich hier schon mal grob erklärt. Das nutze ich nämlich schon lange im Sinne von Freifunk. Bei Freifunk ist es ja so, dass man mit WLAN Netzwerke aufbaut und diese Wolken, die werden immer größer, je mehr Freifunk-Router da auch betrieben werden. Allerdings hat Freifunk da so ein, zwei Problemchen oder eher Unterschiede zu Meshtastic. Zum einen, wie gesagt, das läuft auf WLAN-Basis. Meshtastic nutzt üblicherweise LoRa und kann damit deutlich höhere Reichweiten erreichen. Zweiter Unterschied, Freifunk hat zwar prinzipiell auch die Möglichkeit, direkt im lokalen Netzwerk zu kommunizieren, aber es wird sehr selten benutzt, leider. In den meisten Fällen ist es ja im Prinzip einfach nur als Internetzugang verwendet. Und ja, das ist bei Meshtastic nicht der Fall. Meshtastic ist explizit dafür da, im lokalen Netz zu arbeiten. Allerdings, ja, Meshtastic, wie gesagt, LoRa, lokales Netz, dementsprechend ist da auch das, was man machen kann, unterschiedlich, während bei Freifunk zum Beispiel ja im Prinzip komplettes Internet möglich ist, ist Meshtastic ausschließlich dafür da, Telemetrie zu senden, Messwerte zu senden, kurze Textnachrichten zu senden und nicht mehr. Interessant sind solche Netze überall da, wo keine Infrastruktur ist. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel in Bereichen seid, wo kein Handynetz ist, wo kein Festnetz ist, dann könnt ihr halt mit solchen Mesh-Systemen wie Meshtastic oder auch Freifunk eigene lokale Netze aufbauen und darüber eine Datenkommunikation ermöglichen. Ebenso, wenn ihr ja so ein bisschen Vorsorge treffen wollt, was ist, wenn mal Netze ausfallen, möchte ich dann eventuell mit anderen Leuten noch kommunizieren. Das ist natürlich recht sinnlos, wenn ihr die einzige Person seid im ganzen Bereich, die solche Späße macht. Aber wenn ihr zum Beispiel wisst, okay, ich habe hier ein paar Bekannte, die sind da und da. Und wenn irgendwie Handynetz, Festnetz, whatever ausfällt oder das ganze Internet zusammenbricht, dann möchte ich noch mit denen irgendwie kommunizieren können. Dann sind hier solche Lösungen vielleicht ganz interessant. Aber genug geschwafelt, gucken wir mal rein bei Learn More, wie das Ganze funktioniert. Und da sehen wir noch eine wichtige Sache und zwar, wir haben hier LoRa zwischen den Geräten und auch so Weiterleitung, aber hier ist noch so ein Bluetooth-Symbol. Ja, die Knoten selber, die werden meistens nicht direkt benutzt, sondern die werden in Verbindung mit einem Smartphone und einer Bluetooth-Verbindung benutzt. Das heißt also, wenn ihr Nachrichten schreiben wollt oder so, dann macht ihr das üblicherweise auf einem Smartphone mit einer App. Die schickt das an euer Meshtastic-Gerät und das kümmert sich dann um die Weiterleitung über LoRa. Wenn wir auf die Features gucken, dann sehen wir auch so ein paar schöne Sachen. Long Range 254 Kilometer ist der Rekord, wie es aussieht. Technisch braucht man kein Telefon, man kann es auch irgendwie über die ESPs direkt machen oder andere Geräte, gibt nicht nur ESPs. Und der Rest hatten wir schon so grob dezentralisiert. Es gibt keinen zentralen Router. Die ganze Kommunikation ist verschlüsselt. Das heißt also, wenn jemand dazwischen ist und ihr mit eurem Kumpel da reden wollt, dann geht das in verschlüsselter Form und die dazwischen können nicht mitlesen. Extend Battery Life, es ist halt ein Mikrocontroller. Und hier ist das, was ich eben meinte, Send and Receive Text Messages between Members of the Mesh. Es gibt, wie gesagt, noch jede Menge mehr. Aber das hier ist jetzt erstmal so der grobe Überblick. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Wir sehen hier, Meshtastic machen ist einfach. Und zwar, man braucht nur supportete Hardware, flasht das Ganze und verbindet sich. Okay, fangen wir mal mit Purchase Supported Hardware an. Denn das klingt irgendwie so, als ob wir noch was brauchen. Es gibt hier auch direkt ein paar Recommendations, was man so benutzen kann. Prinzipiell gibt es drei große Gruppen. Wir haben die Geräte auf ESP32-Basis. ESP32-Chip ist older, sagen die hier, consumes more power. Ja, okay, hat dafür aber Wi-Fi und Bluetooth.
Das Ganze geht zum Beispiel mit den TT-Go's, T-Beam und LoRa, Nano G1, Station G1, ein Helltech und der RAC 11200 Core. Die sind alle möglich. Das sind fertige Boards mit entsprechendem LoRa-Transceiver und einem ESP drauf, die dann entsprechend benutzt werden können. Die neuere Alternative, NRF52, die Nordic-Dinger, much more power efficient. Allerdings nur Bluetooth, das heißt, wir können nicht per WLAN arbeiten, wenn das relevant ist. Auch da gibt es ein paar Fertiggeräte, die entsprechend da fertig verfügbar sind. Und last but not least, RP2040, also der Raspberry Pi Mikrocontroller, auch den gibt es dann entsprechend mit passenden Shields. Auch die lassen sich dann benutzen. Ja, ansonsten, wenn es nicht auf der Liste draufsteht, geht es meistens trotzdem. Hier wird leider auf Discord verwiesen, muss man dann schauen, ob man da Hilfe bekommen kann. Und wichtig, never power on the radio without attaching an antenna. Ja, prinzipiell ein guter Tipp, Funkdinger immer mit Antenne betreiben. Okay. Ich würde sagen, das Ganze hier überspringen wir mal so ein bisschen, weil wie man ESP flasht, weiß ich. Das heißt also, wir gehen direkt hier auf Flash ESP32 Firmware, weil ich habe da ein Gerät und Connect and Configure kommt dann danach. Es gibt einen Web-based Installer, das heißt, man kann es direkt aus dem Browser machen, alternativ über ein CLI-Script oder, wenn man das Ganze machen will, über einen externen seriellen Adapter. Ja, wir hatten ja gesehen, es gibt eine Menge an Hardware, die da kompatibel ist. Und ich habe mal hier so ein paar davon rausgesucht, die funktionieren dürften. Was mir leider ein bisschen auf die Füße gefallen ist, einige Händler, die nehmen das nicht so genau damit, was man bestellt. Wir haben hier den zum Beispiel, das ist ein LilyGo. Entsprechend natürlich mit Antenne, die wir hier anschließen kann. Wichtig, ihr möchtet eigentlich immer die Antenne anschließen, bevor ihr etwas in Betrieb holt. Aber das hier werde ich eher nicht in Betrieb nehmen. Warum? Naja, hat eine relativ einfache Begründung, wenn wir auf die Rückseite gucken. Das hier ist ein Modell für 433 MHz. Ja, in Deutschland nutzen wir üblicherweise 868. Ja, ey, das hier funktioniert damit dann nicht. Dann noch den hier. Das müsste eins sein mit 868 MHz. Muss man ein bisschen schauen, weil hier das mit der Antenne nicht ganz so einfach ist. Gibt nicht direkt einen SMA-Stecker, sondern man muss hier mit diesen Mini-IPEX-Gedönse da erstmal was drauf basteln. Halt, das ist der falsche. Ja, ich gucke gleich mal, irgendwo müsste ich noch was Passendes haben. Aber ich denke mal, das hier dürfte da die einfache Methode sein. Das ist noch verpackt und als Set und so. Das macht das Ganze natürlich einfacher. Hier ist schon eine kleine Antenne drauf, aber externe Antenne ist üblicherweise die bessere Idee. Das heißt, wir machen hier einmal an LoRa und dann die wunderschöne Antenne für 868 MHz. Das müsste passen. Gut. Wie wir sehen können, hier ist ein bisschen mehr Hardware drauf. Der hier, der hat nämlich nicht nur den WLAN-Chip drauf, pardon, den LoRa-Chip drauf, sondern der hat zusätzlich auch noch GPS mit drauf und ein kleines Display. Das heißt also, es ist so All-in-One. Normalerweise wird das Ding auch verkauft als People-Tracker. Das heißt also, um ja, Personen zu verfolgen und da regelmäßig Rückmeldungen zu geben, wo die sich befinden. Natürlich nur mit Einwilligung, das sollte wohl klar sein, sonst wäre das illegal. Ja, aber prinzipiell kann man das natürlich auch mit passender Firmware anders benutzen. Er hat im Übrigen auch einen LiPo-Charging-Gedönse mit dabei. Das heißt also, man kann ihn auch relativ einfach benutzen, wenn man einen Akku hat. So, klemmen wir den mal an, gucken, was passiert. Wi-Fi Connecting macht jetzt hier schön sein Ding, was auch immer das heißen soll, weil ohne entsprechend Passwort und so dürfte das eher nichts werden. Aber wie gesagt, wir wollen E-Mesh-Testing. Das heißt, wir gehen hier nochmal hin. Downloads, Webflasher, das klingt gut. Select Target Device. Hier können wir jetzt auswählen. Und das hier, das ist ein Helltech Wireless Tracker Version. Steht hier eine Version drauf? Ich sehe nicht.
Ja, so wirklich sicher bin ich mir nicht, ob das jetzt die 1.0 oder 1.1 ist. Bei der 1.1 hat man wohl einen PIN anders fürs GPS gemacht. Wird schon irgendwie passen. Wir wollen die letzte Stable, das wäre die hier. Dann Flash. Was willst du? Continue, passt schon. Was sollen wir machen? Wir sollen User und Reset wahrscheinlich. Jetzt ist er im Bootloader-Mode. Okay. Choose Baud Rate. Machen wir es langsam. Fully Race and Build. Und jetzt können wir hier auswählen, welchen Port wir haben wollen. Ja, das ist er. Theoretisch, das sieht gut aus. Erasing Flash. Das heißt, er ist jetzt hier die entsprechende Firmware am drauf machen. Okay. 100% complete. Drücken wir nochmal Reset hier. Monitor sagt nichts mehr. Wow. Herr der LED. Prinzipiell scheint er was zu machen, aber wenn wir keinen Screen haben, dann versuchen wir das wohl doch nochmal mit der 1.1er. Beta? Hä? Okay, Beta ist stable. Normalerweise ist dem nicht so, aber gut. So, start over, connect, das sieht gut aus. Gucken wir mal, ob das besser funktioniert. Okay. Reset. Und wieder nix. Ja doch, Mesh-Test-Deck. Das war also die 1.1er Firmware. Wunderschön. No Stats. Wir haben eine ID. Das heißt, theoretisch müsste der jetzt funktionieren. Das heißt, ich hole mal mein Handy. Dann gucken wir mal, ob wir da Mesh-Testing ans Laufen kriegen. Wenn wir jetzt hier im App Store gucken, das ist jetzt unter Android, gibt es die Mesh-Testing App. Das klingt richtig. Der connectet dann am Schluss per Bluetooth zu dem Gerät rüber. Kleinen Moment warten, bis das installiert ist. Und schon können wir loslegen. Jo, was Mesh-Testing ist, wissen wir. Ja, Verschlüsselung einrichten. So, nicht verbunden. Plus, möchten Sie Geräte in der Nähe finden? Ja, das müssen wir zulassen, weil Bluetooth. Und hier haben wir unser Mesh-Testing-Device 1284. Das steht auch hier auf dem Display drauf. Einmal bestätigen. PIN. Laut Doku ist es 123456. Nevermind. Einfach auf den Bildschirm gucken, das könnte helfen. So, das dürfte besser funktionieren. Kopplung erfolgreich, der Dienst wird gestartet. Channel, Device, Module Config, jo, okay. Und da sind wir. Region können wir direkt hier auswählen. Wir sind in EU 868. Können jetzt noch den Namen hier machen. Jetzt hier das Rebooting, sagt er jetzt. Wahrscheinlich, weil er gerade die neue Config bekommen hat. Die U868 steht jetzt in der Ecke. So, wenn wir jetzt hier durchgehen. Hier auf dem ersten haben wir die Anzahl der Nachrichten. Aktuell keine Nachricht da. Ich habe keine Verbindungen zu anderen Leuten. Das hier wird eventuell GPS sein. Das sagt jetzt hier No Sats. Kann sein, ich bin hier gerade im Innenraum, dass hier nichts zu empfangen ist. Und last but not least können wir den Kanal editieren. Wir sind jetzt hier auf Long Fast. Das heißt also hohe Reichweite schnell. Hier kann man noch einstellen, was man sonst haben möchte. Sehr hohe Reichweite langsam zum Beispiel. Überraschung, hat man eine höhere Reichweite. Dafür kann man nicht so viel Daten senden. Das hier ist der Standard, können wir so lassen. Und hier kriegt man dann entsprechend auch den Encryption-QR-Code, wenn man sich verschlüsselte Nachrichten schicken möchte. Das ist jetzt der Moment, wo ich theoretisch hier anderen Leuten auch Nachrichten senden könnte, wenn ich halt eine andere Person auch sehe oder sie hinzufüge. Ich gucke mal, dass ich hier für den anderen gerade noch eine Antenne finde. Dann können wir zumindest mal zwei Stück und müssten die gegenseitig sehen. Okay, ich habe jetzt hier einen zweiten Knoten dabei. Bildschirm ist zwar jetzt nicht konfiguriert, weil ich nicht genau die Hardware-Version kenne, aber es scheint zumindest zu funktionieren. Wir haben hier den anderen, der ist gerade aus. Und wir sehen zwei Handys, der hat den neuen.
das hier hat den alten. Die App ist sowohl für Android über den App Store als auch über APK oder freie App Stores verfügbar und auf iOS, wie wir sehen. So, ich schalte den hier jetzt mal wieder an. So. Gucken wir mal, ob sich da was tut. Aktuell haben wir nichts. Wir können aber jetzt hier mal Tests senden. Und das sieht doch gut aus. Hier kam tatsächlich jetzt eine Nachricht an. Ich habe Test 2 hier gesendet auf dem und Überraschung, hier beim anderen kam Test 2 entsprechend an. Wir sehen, Quelle war die A554. Wir sind hier verbunden mit der A554. Das passt also alles. In der Node-Liste ist das irgendwie noch so ein bisschen seltsam. Auf dem Android-Ding sehe ich beide Nodes, meinen eigenen und den anderen. Hier zeigt er nur den eigenen an, wo wir eigentlich ja quittiert haben, aber senden wir noch mal eine Nachricht zurück. Text senden. Ne? Darf ich nicht mehr? What the? Ja, wir sind nicht mehr verbunden. Okay. Kann jetzt sein, dass ich hier ein bisschen weit weg bin. Können wir jetzt auch hier eigentlich in dem einen Test 3 senden. So, wird gesendet. Wir sehen, der Haken ist da und hier hinten haben wir unsere Test-3-Nachricht bekommen von einem unbekannten Knoten. Was wir jetzt aber auch hier sehen, ist, dass auf dem Display tatsächlich angezeigt wird, 5 Minuten von unbekannt Nachricht Test-3. Das heißt, wir können tatsächlich hier auch die Nachrichten auf dem Display lesen. Das scheint also zu funktionieren. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass dieses Problem sich auch mehr oder weniger erledigt, wenn die mal eine Zeit gelaufen sind, dass die auch die Nachrichten über ihre ganzen Metadaten einmal ausgetauscht haben. Genau hier die Node Info Broadcast Intervall 3 Stunden steht jetzt hier. Das heißt, alle 3 Stunden sendet der hier, der mit dem iOS verbunden ist, seine Info raus, was er für Namen hat, was er für eine ID hat. Und ja, theoretisch auch die Position, wenn er GPS hätte, hat der hier jetzt nicht. Der andere hat GPS mit drin, das heißt, der würde dann tatsächlich auch mitteilen, wo er sich gerade befindet. Zumindest solange man es nicht ausgeschaltet hat. Das heißt also, gehen wir mal davon aus, dass nach 3 Stunden auch dieser Knoten hier und das entsprechende iOS-Handy dann mitbekommt, dass da ein anderer Knoten ist. Ja. What the? Ich sehe gerade, hier ist ein Mesh-Testing-Knoten tatsächlich aufgetaucht. Jetzt lasst mich mal gerade gucken, bin ich das? 1, 2, 8, 4, ja, das bin ich. Okay, also dann kam er gerade tatsächlich rein. Roll Client, wenn wir reingehen, Signal Noise Ratio is good. Position Lock, können wir da was sehen? Wir können jetzt hier sagen Exchange Positions. Und yep, im Position Lock taucht jetzt auch die GPS-Koordinaten auf anscheinend. Ja, 19 Satelliten, das müsste auf jeden Fall die vom anderen Knoten sein. Wie gesagt, wir können jetzt offiziell keine mitsenden. Theoretisch müsste er es aber getan haben. Lasst mal gerade gucken. Yep, hat er. Die GPS-Koordinaten sind auch beim anderen angekommen. Wie kann das funktionieren? Der hat ja kein GPS. Naja, das Telefon hat GPS und hat dann die Koordinaten vom Telefon genommen. Deswegen funktioniert auch das. Wie gesagt, so kann man jetzt miteinander chatten. Wenn man sich einmal gesehen hat, gibt es auch die Möglichkeit, hier Message zu senden. Das heißt also, das sind Direktnachrichten zwischen den beiden Geräten. Die sind dann auch entsprechend verschlüsselt. Das heißt, wenn wir jetzt hier AAA senden, dann müsste jetzt auch das tun. Wait to be acknowledged. Acknowledge. Also, ich habe wieder die Bluetooth-Verbindung verloren. Ich habe die Geräte etwas weiter auseinandergestellt, einfach weil ich GPS testen wollte und deswegen mal nach draußen musste mit dem GPS-Ding. Aber wir sehen, hier kommt jetzt auch die Nachricht AAA rein. Das heißt also auch, die hat funktioniert. Und jetzt habe ich hier meine 2 Kanäle, habe einmal den Kanalname 0 hier. Das ist der allgemeine Broadcast. Das heißt, jeder, der in meiner Nähe ist, kann die Nachrichten sehen. Und das hier geht entsprechend nur an meinen anderen Knoten. Ja, ihr habt gesehen, mit Mesh-Testing ist es also relativ einfach, hier sein eigenes Funknetzwerk aufzubauen. Das Ganze, wie gesagt, meshend. Das heißt also, wenn ich jetzt ein paar mehr hätte von diesen Geräten und die auch weiter auseinandersetzen würde, dann könnte es passieren, dass der erste und der letzte eventuell keine direkte Funkverbindung mehr haben können. Wenn aber die dazwischen im Netz teilnehmen,
würden die die Nachricht entgegennehmen und entsprechend dann weiterleiten. So kann man dann auch größere Bereiche tatsächlich mit so einem Netz ausstatten. Dieser Repeater ist ja ein normaler Knoten und preistechnisch, ich würde sagen, für unter 50 Euro kriegt man das locker hin, entsprechend mit Antenne, Stromversorgung und so weiter, sich so einen Knoten zu bauen. Ob es wirklich nötig ist, naja, da kann man mit Sicherheit drüber diskutieren. Jeder hat ja andere Anforderungen. Im Prinzip gibt es zwei große Stellen, an denen das relevant sein kann, hier so ein Mesh-Testing-Netz aufzubauen. Das eine, das sind Stellen, an denen keinerlei Infrastruktur vorhanden ist, wenn man also weit abgelegen ist, kein Mobilfunknetz da ist oder man zum Beispiel weiß, okay, hier ist jetzt eine größere Veranstaltung, alle Leute werden das Mobilfunknetz nutzen und das wird sowieso überlastet sein. Dann kann man sich hier nochmal ein eigenes daneben bauen und so mit seinen Leuten in Kontakt bleiben. Das würde natürlich funktionieren. Und das andere, was häufig aufgeführt wird, ist die Unabhängigkeit. Das heißt also, auch wenn außenrum sämtliche Infrastruktur ausfällt, abgeschaltet wird, was auch immer, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, mit euren Leuten in Kontakt zu bleiben, wenn man denn irgendwie eine Funkverbindung oder eine Kette an Funkverbindungen dahin bekommt. Ich für meinen Teil muss sagen, ja, in den meisten Fällen sehe ich nicht ganz so die Notwendigkeit. Ja, man sagt dem deutschen Mobilfunknetz nach, dass es mäßig ist, aber eine SMS geht doch üblicherweise durch und sollte tatsächlich irgendwie Mobilfunk flächendeckend ausfallen oder abgeschaltet werden, ja, dann habe ich ein anderes Problem, außer Kurznachrichten zu versenden. Trotzdem ist das natürlich eine recht interessante Technik, überall da, wo man halt eventuell auf Edge Cases stößt. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Projekt, wo wir wahrscheinlich in Bereiche kommen, wo tatsächlich kein Mobilfunk ist, respektive der Betrieb dann auch zu teuer wird, weil Industrie-SIM-Karten, die SMS oder kurze Daten versenden können, die gibt es zwar, aber die rückt man leider nicht in kleinen Mengen an Bastler raus und die für Privatkunden zugänglichen SIM-Karten, die sind entweder relativ teuer, weil man halt mehr oder weniger einen impliziten Mindestumsatz hat. Und zum anderen ist es meistens auch in der AGB verboten, das für irgendwelches Messzeug zu verwenden. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall meinen Mesh-Testing-Knoten, habe auch ein paar Leute, die auch sowas haben. Verbindung untereinander kriegen wir jetzt aufgrund der Berge dazwischen nicht so ganz hin. Aber selbst hier im bebauten Gebiet mit nicht ganz so toller Geologie sind ein paar Kilometer drin und da können wir dann unsere Nachrichten austauschen. Damit würde ich sagen, dass hier die Dinger das tun, was sie sollen.